Recht herzlich willkommen zur 30. Folge von Grand Ages Medieval. Ja, wir sind hier in der Stadt angekommen, haben eben Keramik mitgenommen, die aber hier auch schon ist. Dann rüsten wir da noch auf, nehmen noch die drei Kleider mit. Und dann soll es das gewesen sein. Fälle haben die genug. Warte mal, wir müssen noch mal gucken, ob die Tuch genug haben. Da habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet, aber das Tuch ist noch mit 142 auch genug da. Gut, dann bedeutet das, wir können schon wieder weiterreisen. Ach, Pause ist dran, deswegen reist hier keiner, ne? Gut, da wird gebaut. Das ist auch prima. Dann geht's da auch ein bisschen schneller voran. So, da kaufen wir den Prunk auf und lassen die Keramik hier. So, das passt alles. Und wir brauchen jetzt noch Kohle, ne? Ah, ne, da war das nicht. Hier war die Kohle, oder? Die haben richtig viel Kohle, dann laufen wir da mal gerade hin. Mit Freude. Genau. Ich weiß gar nicht, wie viel die jetzt hier haben. Gar nichts. Achso, hier sind ja auch die Fälle. Wir sind einen zu tief. Hier ist es die Kohle. 14, okay, dann können die ein bisschen mehr generieren. Kommen wir da besser voran. Ja, wir haben auch schon nicht mehr ganz viel, nur noch 160. Vielleicht gehen wir auch besser schon mal nach Izmir. Mit Vergnügen. Und liefern was ab. Das ist ja schon die Hälfte, dann haben wir wieder mehr Platz auf dem Wagen. ...574 gerade hier. Das ist ja schon mal was, ne? Sind wir das? Ja. Cool. So. Handel. So, und jetzt muss das klappen hier. Ja, klappt auch. Jetzt haben wir das gut verkauft. Keramik können wir ja nicht mitnehmen. Felle würden wir mitnehmen können. Kohle gibt es ja auch nicht. Ich glaube aber, wir nehmen keine Felle mit, weil wir die gar nicht brauchen mehr. So, das heißt, wir gehen da zum Kohle. Ressort hin. Hol mal die Kohle ab. Da müssen wir ordentlich Kohle zunehmen, damit wir Keramik kriegen. Das sind wir gewesen. Cool, die ist recht flott auf der Straße unterwegs. So, mehr können wir nicht mitnehmen, nur 300. Reicht aber dann. Und dann können wir bis da oben hinlaufen. Mit Freude. Obwohl ich momentan sage, wir halten erst da an und gucken zu, was wir da kriegen können, ne? Ah, der Bautrupp baut da auch noch eine Straße aus. Na, da sind wir ja schon, das geht ja sogar flott. Ich würde mich jetzt hier lieber gleich den Prunk noch einpacken, damit das nicht ein anderer noch vorher wegnimmt. Hm, ist nur 9 Stück, ne? Ach so, ja, da müssen wir erst hier 9 ablassen. Dann kriegen wir die 9 mit. Ja. Mit Freude. Hoch nach unserer Kleiderfabrik. Daneben geklickt. Kleider sind hier keine fertig, weil wir keine was haben. Wir haben alles. Dann hat da gerade einer was rausgeholt. Schade. Exquisit. Hm.
So, hier müssen wir das abliefern. Dann können die auch wieder produzieren. Keramik ist keine da. Okay. Sehr wohl. Gehen wir gerade gucken, was da läuft. Ja, wir haben 4 Werker da, ne? Aber es wird nichts produziert. An was fehlt's denn dann da? Wir haben Felle, wir haben Tuch. Komisch. Hungersnot, okay. Deswegen produzieren die dann jetzt hier nicht, oder was? Dann lass uns mal schnell hier hingehen. Da fehlen nur Rohstoffe. Ist was zu essen da? Ja, Brot. Dann kaufen wir Brot ein. Bringen wir den Brot da hoch, ne? Wenn wir es mitkriegen, das ist die nächste Frage noch. Geht nicht. Aber die Früchte können wir auf jeden Fall mitnehmen. Keramik können wir auch wieder mitnehmen. Aber Essbares ist hier jetzt nicht. Außer halt die Früchte, ne? Exquisit. Dann bringen wir denen die Früchte dahin. Und dann können die essen. Ach, guck mal. Die haben Früchte genug. Warum ist denn da eine Hungersnot? Komisch. Gehen wir da hin. Früchte fehlen. Hier wird jetzt auch nichts produziert, oder was? Kein Prunk. Die haben auch keine Keramik, deswegen konnten die das nicht produzieren, ne? Kohle mitnehmen. Felle brauchen wir nicht. Gibt's jetzt Prunk? Ja. Zweimal. Da ist ein anderer Händler. Auch wieder mitnehmen. Ja, ich warte jetzt gerade ab, bis das fertig ist. Hier, die sind schon alle weg, die Keramiken. Passt also. So, laufen wir hier hoch. Schon unterwegs. Geht gerade gar nichts, oder was? Die Hungersnot ist immer noch da. Ja, wir hätten mal gerade gucken können, was hier an Brot oder so ist, ne? Hätten sie 4 Stück vielleicht verkauft. Bier ist da, Früchte sind da, aber nicht ganz viele. Okay. Das nehmen wir mit. Das nehmen wir auch mit. Gut. Wieder runter. Mit Freude. Nach Krakau. So. Geht nicht. Krakau braucht Kohle, haben wir noch mitgebracht, können wir rausgeben. Und Tonwaren können wir einkaufen. Gut. Das nehmen wir für die Hungersnot mit. Gut, okay. Ach so, die... Ach, nehmen wir mit. Wir hätten hier aber, glaube ich, genug. Aber nicht schlimm. So,
So, die können wir hier lassen. Die vier lassen wir auch hier. Und die Tonkrüge brauchen wir nicht hier. Und hier sind wir noch die Hungersnot. Sehr wohl. Ja. Das raus. Eigentlich das rein. Die haben hier Bier. Und sonst nichts zu essen. Rot ist alle. Kaufen wir das Bier auf und bringen denen das da oben hin, oder? Schon unterwegs. Rohstoffe fehlen. Jetzt kriegen sie das Bier. Und das läuft alles nicht. Komisch, ne? Exquisit. Jetzt haben wir nix. Das müssen wir haben. Das können wir mitnehmen, das können wir mitnehmen. Und Essen gibt es hier auch wieder nicht. Gut. Schon unterwegs. Da hoch. Haben wir hier oben noch eine Stadt? Nein. So. Das Bier geht da noch rüber. Und die Felle können da auch rüber. Mehr brauchen wir nicht. Ist immer noch eine Hungersnot in der Stadt. Exquisit. Okay. Da sind wir. Gucken wir rein. Na, wieder daneben geklickt. Prunk haben wir 15 und da können wir abliefern. So. Und dann laufen wir mal hier runter. Da kommt er. Das waren gerade die Wölfe da, ne? So, wir brauchen Kohle. Wir nehmen die Felle mit. Wir nehmen das Bier mit. Den Fisch. Ja. Das war's. Und dann laufen wir wieder hierher. Mit Vergnügen. Gut. Wir sind auf dem Weg. Irgendwo war ein Angriff. Da sind wir da. Hier müssen wir die Tonnen verkaufen. Ne, das bleibt hier. So war das nicht. Das nehmen wir mit. Das kaufen wir auch auf. Das auch noch. Das war Salz, ne? Nehmen wir auch mit. Und hier ist Getreide ganz viel. Dann packen wir das noch rein. So. Dann gehen wir hoch. Sehr und wollen hoffen, dass wir hier mal die Hungersnot in den Griff kriegen. So, das weg. Fisch kriegen sie auch noch. Salz. Die Felle gehören auch hier hin.
Und das Bier auch. Naja, das gehört nicht unbedingt hier hin, ne? Aber haben sie jetzt. Den Ton nehmen wir mit. Kohle kommt woanders hin. So. Passt. Mit Freude. Wir gehen da hin. Es muss ja irgendwann mal die Hungersnot da vorbei sein, ne? Sieht auch so aus. Bauernaufstand. Ne, nur Arbeiter fehlen. So, die haben jetzt genug da. Die kriegen das. Wir kriegen das. Das brauchen wir alles nicht. Das Bier nehmen wir noch mit. Und das Brot haben wir noch gar nicht verkauft. Gut. Dann nochmal schnell zurück. So, dann müssten die auch wieder produzieren eigentlich, oder? Sieht aber nicht so aus. So, das Brot runter. Das Bier runter. Und jetzt haben wir noch die Keramik, die nehmen wir mit. Warum wird hier nichts produziert mehr? Das ist dann die Frage, ne? Weil Arbeiter fehlen, oder was? Ja, sieht so aus. Ja. Bauen wir mal die Kapelle, das ist alles halb so wild. Da fehlen jetzt aber die Rohstoffe, ne? Genau. Und was fehlt dann da? Kann ich jetzt nicht sehen, ne? Ist auch schön. Exquisit. Gut, dann liefern wir Kramer noch ab und dann schauen wir mal weiter. Den Prunk haben wir gleich zusammen. Da ist zwei. Das runter. Das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Das nehmen wir alles mit. So, Bauwaren sind da. Das wird da oben selber produziert. Nehmen wir das noch ein bisschen mit. Gut. Und das bringen wir alles nach da. Müssen wir gucken, dass wir denen das alles zur Verfügung stellen. Dann können die auch bauen, ne? Keramik nehmen wir mit. Tuch brauchen wir nicht. Das können wir da auch abliefern. Da kommt keine Hungersnot jetzt mehr auf. Bier können sie auch trinken, so. Das haben wir alles, was wir brauchen. Gut. So, aber ich würde dann auch sagen, soll's erst reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.